Wird die Opposition jetzt mehr eingebunden oder darf man nur dabei sein und zuhören? Naja, sagen wir mal so, wäre morgen nicht Fasching Dienstag, dann wäre es heute eine Faschingssitzung gewesen, weil mehr ist nicht dabei herausgekommen. Wir dürfen zuhören, wir fragen nach und bekommen dann nur ein Blabla. Also das ist es, wie wenn beim Villacher Fasching der Apotheker zu uns spricht. Also das hat nichts damit zu tun, eingebunden zu sein. Wir haben klare Vorstellungen, wie man den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie wieder hochfahren kann. Aber auf das hört man nicht, weil man hier einfach erratisch auch dementsprechend agiert. Jetzt hat ein Zuschauer da gerade gesagt, warum, wenn man jetzt zum Kosmetikstudio geht oder zum Friseur, da kann man das mitbringen, warum soll das bei der Gastronomie nicht funktionieren? Wäre das ein gangbarer Weg für Sie? Natürlich, das haben wir auch vorgeschlagen. Hier gibt es sogar intelligente Lösungen mit Applikationen, also mit einem Handy-App, mit einem QR-Code, der eingespeichert wird, und dann muss man halt einfach vorher sich testen lassen und geht dann mit dieser Reservierung auch ins Restaurant, ins Wirtshaus oder ins Café. Das alles wäre möglich und wäre schon morgen umsetzbar. Und das Traurige daran ist, dass diese Applikation oder dieses System gibt es schon seit dem Herbst. Das sind sogar Österreicher, ein Startup, das wirklich funktioniert, das weltweit auch agiert. Nur wir sind nicht imstande oder die Regierung ist nicht imstande, das umzusetzen. Und das ist eigentlich das Thema. Sie sind mit anderen Problemen beschäftigt und die Wirtschaft ist ihnen damit scheißegal. Vielleicht noch eine Frage auch zu einer weiteren Hoffnung, die man hier von Seiten der Gastronomie gehegt hat, nämlich dass man zumindest ab 15. März die Gastronomie wieder aufsperren kann für die Schanigärten. Schanigärten sind ja im Freien, da ist es jetzt nicht wirklich gefährlich, aber auch das ist nicht erlaubt. Wie groß ist denn da die Enttäuschung? Ja, es ist überhaupt, Sie haben ja keine Fantasie dafür, was notwendig wäre, was es an Minimalleistungen bräuchte. Und das ist das Thema. Und viel dramatischer erwischt es ja sogar die Thermenregion mit den ganzen Thermenhotels, die sich Hoffnung gemacht haben, mit Mitte März auch wieder zu öffnen. Jetzt wissen wir, dass es frühestens Ostern ist. Also wir müssen sogar hoffen, dass es schon die nächste Hoffnung ist, es mit Ende April aufzusperren vor dem 1. Mai. Aber das viel Dramatischere ist, dass wir jetzt keinen Fahrplan bekommen haben, obwohl Sie es schon wissen. Sie haben uns jetzt 14 Tage hinausgetröstet. Wir müssen jetzt genau das gleiche Spiel machen wie vor Weihnachten mit unseren Mitarbeitern. Wir müssen ihnen sagen, vielleicht dürfen wir aufsperren, aber hinter vorgehaltener Hand sagt ja jeder Grüne, vor dem 1. Mai geht sowieso nichts. Also was soll dieses Spiel? Hier frustrieren wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hier fahren wir einen ganzen Wirtschaftszweig an die Wand. Das heißt, wenn schon, dann eine offene Ansage, dass man sagt, okay, unter den gegebenen Voraussetzungen ist an ein Öffnen bis Ende April nicht zu denken. Ja, man hätte Möglichkeiten, eben wie Sie gesagt haben, mit dem Testen. Aber wenn Sie es nicht wollen, dieses Testen, dann sollen Sie eine klare Ansage machen. Aber dann sollen Sie auch Lösungsvorschläge machen, wie die Betriebe nicht vor die Hunde gehen und vor allem, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mehr Einkommen kommen. Dazu hat man das Gefühl, wenn man sich die Bereitschaft der Österreicher und Österreicherinnen zu den Tests ansieht in der letzten Zeit, die ist ja offensichtlich wirklich um einiges größer. Das würde ja auch mit dazu beitragen, dass wir wissen, wie viele Menschen wirklich infiziert sind. Sie haben völlig recht. Also diese Testungen sind rapide gestiegen und die Freiwilligkeit ist rapide gestiegen, sich einem Test zu unterziehen, wenn es darum geht, körpernahe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, körpernahe Dienstleistungen auch beim Friseur. Warum sollte es nicht in der Hotellerie gehen? Warum sollte es nicht in der Gastronomie gehen? Die Gastronomie und die Hotellerie hat in der Vergangenheit bewiesen, hat letzten Sommer bewiesen, dass sie alle Hygienemaßnahmen, alle Sicherheitsmaßnahmen umsetzen und hier vor allem ein sehr geringes Infektionsrisiko haben. Aber was jetzt die Regierung macht, ist eine von Ahnungslosigkeit geprägte Politshow.